2, Sektion 9 ist hier. Die leiten den Einsatz. Die Sache hat oberste Priorität. Sektion 9 hat in diesem Fall volle Weisungsbefugnis über alle Einsatzkräfte. Wir haben Leute verloren. Es ist mir egal, wer zuständig ist. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen... Sprechen Sie nicht weiter. Die Leitung könnte abgehört werden. Außerdem sind wir hier allein der Situation nicht gewachsen. Ich habe ihn gefunden. Wieder einmal reisen wir ein wenig in die Vergangenheit, um euch zu berichten, wie es sich um den aktuellen Titel so verhält. Denn ab 2005 veröffentlichte Panini Video die Serie zu Ghost in the Shell, Standalone Complex, in ganzen 2 Staffeln. Die Serie spielte weit vor dem ersten Film von 1995 und die Regie führte Kenji Kamiyama. Zudem basierte die Serie lose auf dem Universum um Ghost in the Shell, welches ja von Masamune Shirow in seinem Manga erdacht wurde. Doch im Jahr 2007 war dann bei uns Schluss mit dem Standalone Complex. Schade für viele Fans, denn 2006 wurde doch tatsächlich noch ein Film produziert, der die Story zu Ende bringt, aber bis jetzt bei uns nie veröffentlicht wurde. Doch die Rettung naht in Form des Publishers Nippon Art, denn seit März könnt ihr nun den TV-Film Solid State Society auf DVD und Blu-ray genießen. Stellt sich nur die Frage, wie gut ist die deutsche Lokalisierung und worum geht es überhaupt? Nach den Ereignissen von Sektion 9 in der 2. Staffel des Standalone Complex hat Major Kusanagi die Spezialeinheit tatsächlich verlassen und ist auf einem Selbstfindungstrip. Selbst die ehemaligen Teammitglieder Batu und Togusa wissen nichts über den Verbleib des Majors. Natürlich muss es weitergehen und so überträgt man dem Polizisten Togusa die Leitung der mittlerweile 20 Mann starken Sektion 9, denn er weist die wenigsten Cyberimplantate auf und ist somit am wenigsten angreifbar. Doch es bleibt kaum Zeit, sich Gedanken um Kusanagi zu machen, denn eine völlig neue Verbrechenswelle sucht die Stadt heim und muss eingedämmt werden. Eine Reihe von Selbstmorden macht die Spezialeinheit hellhörig. Irgendwie passieren diese Suizide immer im Umfeld des ermordeten Exdiktators Karum und das führt zu einer weiteren Spur, dem Puppet Master. Der Puppenspieler versetzt die Menschen mit seinen Hackerangriffen in Angst und Schrecken. Ein Terroranschlag mit Mikromaschinen scheint auch in Planung und dieser muss verhindert werden. Für diesen Zweck soll Batu einen Kanister sicherstellen und wird bei den Nachforschungen stutzig, denn er scheint nicht alleine an diesem mysteriösen Fall zu sitzen. Kaum angekommen, begegnet er Motoko Kusanagi, behält allerdings das Aufeinandertreffen erst einmal für sich. Major. Lange nicht gesehen, Batu. Und was führt Sie hierher? Sie sind es wirklich. Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Sagen wir, ich führe hier meine eigenen Ermittlungen durch. Das trifft's am besten. Kurze Zeit später entdeckt das Team insgesamt 16 entführte Kinder, welche wohl als Träger und für die Verbreitung des Virus dienen sollten. Allerdings wissen die Kinder selbst gar nicht, wer sie sind, denn durch eine geschickte Manipulation wurden die Erinnerungen der Kinder verändert, um so Spuren zu verwischen. Bei genaueren Nachforschungen stellt sich dann heraus, dass über 20.000 Kinder in den letzten 2 Jahren registriert wurden. Das führt Sektion 9 zu dem Schluss, dass die Verstrickungen und Verschwörungen noch viel weitere Kreise ziehen als ursprünglich angenommen. Als dann auch noch solch ein Virenkanister im Regierungsgebäude abgegeben wird und die Kinder nach einem Ablenkungsmanöver des Puppenspielers verschwinden, rückt Batu mit der Sprache heraus und erzählt Togusa vom Zusammentreffen mit Motoko Kusanagi. Zudem erzählt er ihm auch, dass er den Verdacht hat, sie könnte der Puppenspieler sein. Kurz darauf gelingt es, einen Gefolgsmann von Karum festzunehmen. Er behauptet, dass der Puppenspieler kein Mensch sei und dass die Solid State Society ein integriertes System zur Entführung von Kindern ist. Zudem ähnelt es dem Gesundheitsüberwachungssystem nicht nur zufällig. Hat da nun doch die Regierung die Finger im Spiel? Togusa und sein Team versuchen dieser Frage auf den Grund zu gehen und geraten immer tiefer in den Sog aus Verschleierung und Verschwörung. Kehrt Motoko womöglich doch noch zurück in die Sektion 9 und begibt sich Togusa nur unnütz in Gefahr? Das alles sind wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Ghost in the Shell Standalone Complex geht mit der Solid State Society in ein furioses Finale. Die Story ist clever gestrickt und im Stil der Serie erzählt. Die Animationen sind auf einem gewohnt hohen Niveau und stehen der Serie in nichts nach. Doch leider gibt es auch einen Wermutstropfen, denn die deutsche Fassung kann nicht mit dem üblichen Sprechercast aufwarten und das hat selbst uns, trotz des wirklich guten Anime, enttäuscht. Es ist einfach nicht dasselbe und stellt einen fiesen Bruch gegenüber der Serie dar. Zwar scheinen sich die Sprecher Mühe zu geben, doch die Qualität ihrer Vorgänger erreichen sie leider nicht. Allerdings ist der Film trotzdem ein wirklich gelungenes Finale der Standalone-Komplex und sollte in der Sammlung um Ghost in the Shell auf keinen Fall fehlen.